Moin. So, der Roadtrip startet circa 10 Stunden früher als geplant, weil wir noch in der Werkstatt waren, weil hier oben das Dach undicht war. Ja, haben sie mal abgedichtet, läuft auf Garantie. Ja, ärgerlich, einen Tag in der Werkstatt verbracht, also das Auto in der Werkstatt, wir in der Lounge. Und ja, jetzt geht's los, wir sind auf der Bahn. Und ja, erste Etappe soll 1400 Kilometer sein. Werden wir heute nicht ganz schaffen. Wetter wird auch schlecht. Ja, viel Spaß beim Dabeisein. Kilometer bis Sarajevo. Hoffentlich kriegen wir noch einen Platz auf dem Stellplatz. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Unser erster richtiger Campingstopp war der Campingplatz Camp Ilica, Oasa Camping in Ilica, Sarajevo. Fast unmittelbar in der Stadt und völlig ausreichend ausgestattet. Also wir könnten hier hochlaufen, hier sind die Treppen. Nee, brauchst du nicht. Du, ich habe jetzt keine Lust, da hochzuklettern. Weißt du, wie steil das ist? Das ist wie in Ilmenau. Das ist hier die eine Skisprungschanze. So, nachdem ich gestern in Sarajevo die GoPro vergessen habe, gibt es heute mal ein paar Impressionen. Also ich habe ein paar Bilder mit dem Handy gemacht, die blende ich jetzt mal ein, so ein bisschen. Dem Ickmann an der Olympiaschanze. Also jetzt hier im oberen Teil. Versuchen wir jetzt mal nach unten zu fahren, um da den Bereich mal. Vielleicht kann ich gleich die Drohne starten lassen. Es ist so ein bisschen regnerisch heute. So, leichter Regen. Hier kann man deutlich sehen, dass das mal renoviert worden ist und dass die Spuren von den Erschießungen überdeckt worden sind. Unten ein Sessellift. Tja, könnte man auch einen prima Bikepark reinbauen, ne? Thank you.
Infrarotkameras. Sehr schön. Der Sarajevo-Tunnel war ein Fluchttunnel während der Belagerung von Sarajevo 1992 bis 1995. Er war eine unterirdische Fußwegverbindung unter der Start- und Landebahn des Flughafens Sarajevo zwischen dem durch die serbischen Streitkräfte belagerten bosnischen kroatischen Teil der bosnischen Hauptstadt Sarajevo und einer angrenzenden Vorortgemeinde, die nicht belagert war. Er diente ab 1993 sowohl zur Flucht als auch zur Versorgung der belagerten Stadt. So, wir waren gerade am Camp Budimir und an der deutschen NSE, haben uns da ein bisschen mit den Kameraden unterhalten und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung serbische Grenze und ja, es regnet. Aber das sind wir diesen Sommer ja gewohnt. Folgende Nacht haben wir auf dem Campingplatz River Auto Camping oder Auto Camp River unmittelbar an der bosnisch-serbischen Grenze verbracht. Und zwar in Donje Vardiste. River Auto Camp. Kann man empfehlen. Fairer Preis, super schöne Lage und für uns für eine Nacht den Weg nach Pristina absolut ausreichend. Damit endet auch die erste Etappe und somit auch der erste Teil unseres Roadtrips auf den Balkan. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um die nächsten Teile nicht zu verpassen. Wir fahren von hier aus jetzt weiter nach Pristina und dann immer weiter auf den Balkan. Ciao!